Morgen. Ja. Ja, die Abseilung kommt von der Brücke, wie viel Grad fällt dann auf die Straßen? Oder wie viel Prozent? Das sind auf der, was du da auch kannst, auf der Regierung, 7% oder. Das ist eine Brücke bei Wohnfängen, ne? Ja, deswegen. Und dann fällt es, ich glaube, 4% fällt es dann auch ganz gut. Ja. Und wenn man von Graz kommt, die Parkplätze auf der rechten Seite. Ja. Das wären dann Längsbacher. Ich glaube, die Schrägbacher werden weggekommen, da haben wir Längsbacher. Im Winterweg. Es wird geplant oder etwas sinnvoll, dass man gleich Bushaltestelle oder was auch dementsprechend. Ja, Bushaltestelle muss sozusagen die GKB oder die Linienbetriebe beantragen. Das ist nicht unser Bereich. Das heißt, Linienverkehr kann da natürlich auch sein, genauso wie es auch vor der Gemeinde ist. Das steht auch mitten auf der Straße. Ja, steht auf der Straße. Ja, das ist sicher. Wie viele Parkplätze vorhin beim Sparweg? Beim Sparweg im Endeffekt war nichts weg, weil das haben sie dann umgeschichtet mit dem neuen Konzept, also das Motor-Parkplatz-Konzept, haben sie sogar ein paar Parkplätze mehr dazu. Also es ist nicht weniger, es kommt halt auch vorne etwas weg. In dem Bereich, das sind dort, das werden ein paar Parkplätze sein, da fällt nichts weg. Aber dann hat die Summe in der Neugestaltung von der Parkplatzanordnung oder mehr. Die Parkplätze bei noch publikbar sind auch nicht. Aber da hat es eine Änderung gegeben. Das ist damals im Bescheid vom Sparmarkt aufgenommen. In den Rechtsstand ist nichts geändert worden, jetzt mit der neuen Bewilligung. Oder mit der Bewilligung für den Umfang, das ist keine neue Bewilligung. Das heißt, es fallen im Prinzip auf unserer Seite, auf der rechten Seite, ein paar Parkplätze weg durch den. Genau, die Schrägtanker, was wir jetzt haben bei der Schule, dort fahren ein paar weg. Also das ist nicht, außer wir, nein, das wollen sie nicht. Es ist so, vor dem Kreisverkehr wollen sie sozusagen keine Senkrechtparker haben und dann die Schrägtanker nicht, wenn der Kreis im Bereich ist. Das heißt, du kannst nicht außerschirmen und in der in derselben Linie wieder mitfahren und muss auch da wählen. Das, was jetzt möglich ist, dass ich die alte Straße fahre und wegfahre, das geht nicht. Das wollen Sie nicht. Die 30, weil das natürlich immer so groß wie das Oberwald auch sind. Ja, ja, schon. Dann gehen Sie da jetzt nicht anders aus. Ja, ja, schon. Gut, jetzt noch weitere Fragen. Das ist ein ganz Grundstück Frieden, aber einmal angedacht, dass es von der Gemeinde und der Kirche und das gemeinsam gekauft und genutzt wird, ist noch was. Wir sind noch, es sind noch Verhandlungen da, das heißt, das sind Regeln, das sind Bauwechsel. Die Wohnbaugenossenschaft, ja, oder was auch immer, müsste schauen. Gut, die Kosten, ich weiß nicht, ob das sehr bereit ist. Die Kosten. Bitte, Kosten. Ja, vom Kreisverkehr, die Kosten schätzen. Ja, und die 600.000, die 600.000. Wie realistisch ist die Kostenschätzung? Das ist ja die Einnahmen jetzt. Wenn man die Kostenschätzung ändert sich oder weicht irgendwie von der Detailplanung, dann nimmt man so da hoch. Weil du hast ja nicht jetzt was weiß ich, Punkte um, sondern du sagst, der Quadratmeter Betondecke, die bleibt immer unverändert, ob die jetzt so oder so gestaltet ist. Also die Kostenschätzung, man müsste jetzt schon, ich weiß es nicht, welche Einbauten Trainer sein, der sagt, was weiß ich, du hast dort irgendwelche Verzögerungen, Behinderungen und Umbaumaßnahmen, die überhaupt nicht abschätzbar waren. Aber nur die haben dort nicht so viel Leitungsführung drin. Die fahren ja nicht vorher weg, in den Schulbereich rein. Da sind ein paar Kabelleitungen. Die Post macht jetzt da eine Neuverlegung. Das heißt, die sind schon einbezogen, die haben schon auf das Rücksicht. Und Strom ist eigentlich alles oben drüber. Also, es wird vielleicht Wasserleitung dort da ein bisschen was sein, wenn man sowas auf seine Kosten das umlegt. Also es wird nicht, normalerweise nicht was Gravierendes kommen. Nichts darfst du nie sagen. Gut, gibt es noch weitere Fragen an den Bauarbeiter? Strom geht oben drüber mit normalen Wasserleitungen. Es sind schon Erdleitungen da drin. Braucht es dann vor, dass dann die Freileitungen sind, um das einzulegen? Du darfst das auf deine Kosten einlegen. Also sprich als Gemeinde darfst du das einlegen, aber die Stelle, wenn sie es nicht im Programm hat, und sie überlegt es bis dorthin nicht, dann muss es nachher in weiterer Folge machen. Weißt du, wer genauso ein Aufgabenverbot behauptet,
wir wissen es selber. Aber du, wenn man jetzt schauen sein, weil wenn man die einlegt, ich meine, weil die kommen früher oder später sicher weg, dann warum kannst du dann mit dem Theater wieder verfügen? Über Leitungsträger denken dürfen wir uns selber nicht. Nein, aber wie gesagt, wenn wir jetzt Gemeinde, könnten wir es einlegen. Ne? Sicherlich. Und das ist die Frage, ob es jetzt so viel mehr kostet, das ist jetzt. Für uns sicherlich nicht. Also, das heißt, für uns wäre es nur eine zeitliche Behinderung. Aber nur, es muss ja sozusagen der Leitungsträger selber das Interesse haben, dass wir es in Ordnung. Ich nehme das wahr, dass ich nachher mehr Kosten habe, wenn ich Neujahrsverkehr und das Rechtsrecht sparen kann. Wenn er das nicht zur Kenntnis nimmt, dann muss er das zur Kenntnis nehmen, dass er, was weiß ich, in 10 Jahren auf seine Kosten das Ganze wieder alles neu macht. Aber man könnte das zumindest anfragen. Ja, das machen wir ja. Leitungsträger werden alle kontaktiert. Gut, weiter, bitte. Wann ist Baubeginn angedacht? Wir müssen uns erst einmal einen Beschluss fassen. Ja, das ist mir klar, davon abgesehen. Dann muss das Land noch einmal die Bauverhandlung noch einmal durchführen. Das ist auch mein Vorschlag im Herbst für das. Grüßen. Vorher wird gut sein. Grüßen. Bitte, weitere Fragen? Gut, dann habe ich noch ein paar Fragen. Bitte. So, auf der Seite 4 steht 410.000 Euro exklusive Lebensmittelsteuer und bei den Kosten haben wir jetzt ist es 600.000. Das ist so, das eine war Asphalt gedacht. Das heißt, die Lösung mit dem Asphalt ohne Fahrbahnabsenkung. Das war die erste Geschichte. Und dann hat man es doch durchgebracht, das heißt, das hat sich also jetzt vor 2 Wochen, 3 Wochen entschieden, dass das Land der Absenkung zugestimmt hat. Und also die selber eingesehen haben, dass das für den Ort selber, für die Ortsentwicklung nicht unwesentlich ist. Und haben jetzt vor etlichen Tagen erst die Zustimmung gegeben, damit das machen können. Und dadurch sind es andere Kosten. Gut, gibt es noch weitere Fragen von eurer Seite? Dann würde ich sagen, kommen wir zur Abstimmung gleich. Wir haben noch 2 Zusatzanträge. Gut, jetzt kommen wir zur Abstimmung. Kreisverkehr Spar stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Vertrag zwischen Land Steiermark sowie der Bankgemeinde Lieboch und Spar Österreichische Spar Handelsag über die Errichtung, Erhaltung und Finanzierung des Abschnitts des KVB Lieboch für Betriebsanbietung Spar und den daneben zusammenhängenden Straßenbegleitenden Maßnahmen an der LB70 Wackerstraße und LB336 Niederbergstraße beschließen. Gleichzeitig wird der Gemeinderatsbeschluss vom 19.09.2011 Tagesordnungspunkt 22 aufgehoben, was sich der Großplan der Marktgemeinde Niederberg verändert. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte ich um eine zeitliche Zustimmung. Zusatzantrag. Zuerst wieder mal zu den Antragstellungen, die wir mit dem Antrag abgeschlossen haben. Es gibt keinen Zusatzantrag. Was ist jetzt? Es gibt keinen Zusatzantrag. Ich kann es jetzt stellen. Laut Gemeinde, du musst den Zusatzantrag vorher stellen. Ja, gut. Ja. Laut Gemeinde. Stimmt es jetzt mit oder nicht? Ja. Das stimmen alle mit. Passt, danke. Ich stelle jetzt den zweiten Antrag. Betreffend den Darlehen. Ich habe aber dazu einen Zusatzantrag. Ja. Es ist so, es gibt keinen Zusatzantrag, es gibt nur Anträge. Wenn du in der Gemeindeordnung nachliest, gibt es Anträge, die jedes Gemeinderatsmitglied stellen kann. Die jedes Gemeinderatsmitglied stellen kann. Du kannst, wenn ich meine Anträge fertig formuliert habe, kannst du deine Anträge dann stellen. Ich stelle den Antrag zu Punkt A und nicht zu Punkt B. Ja, und wir sind jetzt bei Punkt B. Kosten 5b, Kostenplan der Marktgemeinde, die Hochschadensaufnahme 43.000. Ich bin gespannt, ob es noch Fragen gibt. Dann gibt es ja keine Antrag, keine Frage. Ja, den Antrag kannst du auch erstellen, nachdem ich meine Antrag formuliert habe. Also, noch ist aber der Punkt schon wieder vorbei. Ich habe einmal keine Antrag stellen. Okay. Ja, Punkt A, Antrag ja, zum. Ja, bitte. Okay, es gibt 2 Zusatzanträge. Der erste Zusatzantrag ist Zusatzantrag. Der erste Antrag lautet. Antrag zur Tagesordnungspunkt 5a. Die Gemeinde möge beschließen, im Zuge der Bauarbeiten des Kreisverkehrs eine Leerverrohrung einzulegen, die später für Glasfaser und Strom verwendet werden kann, um eine zusätzliche Bautätigkeit zu verhindern. Das würde uns auch davon befreien, dass denn der Stromer wieder jetzt nicht Glas hat. Die Glasfaser wieder überprüft.
Betrieb jetzt in die Telekom. Was würde ich da sagen? Antrag ist, eine Leerverrohrung einzulegen im Zuge der Baumaßnahme. Wenn, müsste das in Abstimmung mit dem Verbund oder mit dem Leitungsträger sein, ob sich der Leitungsträger jetzt definitiv äußert. Also sagt das auch, ich brauche genau in dem Bereich das Kabel oder die Leerverrohrung. Das ist schwer zu beantworten. Ich habe aus der Erfahrung heraus solche Sachen schon in andere Ortsgestaltungen seinerzeit gebaut. Die Leerverrohrung, die wir einbaut haben, waren alle für nichts. Die Gemeinde den Down auf dem gesamten Kanal, 800er Kanal, die Leitungen durch den Ort durchgebaut. 800er Rohr, die Leitungen, das ist kein einziges Rohr drin. Sie gehört der Gemeinde, ich habe gesagt, sie verkaufen das an den Leitungsträgern und es hat keiner in Anspruch genommen, aus verschiedensten Gründen. Aber es ist, man kann diese Frage sicherlich bei der Anfrage an den Leitungsträger, wenn ich sage, macht es nicht, kann man das stellen, ob uns das bekannt geben kann, das wäre möglich. Aber nur, es ist schwer zu beantworten, ob man dort wirklich eine klare Aussage kriegt, dass wir das vorfinanzieren und nicht, dass uns das dann ab. Also das war eine Vereinbarung treffen, dass uns das dann ablöst. Aber die Kosten wären jetzt minimal, wir könnten das gar nicht reden. Deswegen, sicher, das stört auch keinen. Wäre auch für den Leitungsträger sinnvoll. Können wir jetzt den Antrag so formulieren, wenn eben die Leitungsträger damit einverstanden sind, dass man das macht und dass es Sinn macht, dass wir das dann umsetzen? Das sind die Kosten übernehmen. Also, ja, das sind die Kosten. Ja, so wär's. Gut. Willst du nochmal stellen, oder? Nein, habe ich alle verstanden. Wenn Sie damit einverstanden sind, wird ein Antrag von Stefan, dann bitte überzeugen, dass Sie zustimmen. Danke. Und der zweite Antrag lautet, der Bürgermeister möge im Zuge der Planung das Gespräch mit dem österreichischen Kameradschaftsbund suchen, um eine Versetzung des Kriegerdenkmals in Kirchennähe auf einem würdig gut sichtbaren Platz zu realisieren, zum Beispiel das vorher schon angesprochene Grundstück Frieda, das in Teilen verkauft werden kann. Ich meine, die Gespräche mit dem Kriegerdenkmal. Dann ist es kein Problem. Dann stimmen wir. Ja. Gespräche führen. Kannst du noch mehr formulieren? Der Bürgermeister möge im Zuge der Planung das Gespräch mit dem ÖKB suchen, um eine Versetzung des Kriegerdenkmals in Kirchennähe auf einem würdigen, gut sichtbaren Platz zu realisieren. Was ich nicht verstehe, ist mit dem Kreisverkehr zu tun. Wenn Baumaßnahmen oder Vorteile, wenn Baumaßnahmen in Gange sind, wäre es ratsam, eines, wenn Sie schon die Hochangleichung machen, wenn dort einmal aufgegraben wird. Dann ist es sinnvoll, dass ich dort einmal eine Baustelle habe und nicht, ich weiß nicht, ein paar Wochen später, ein Jahr später, weil das Ansinnen gibt es ja schon länger, das in einem zu realisieren, um quasi den Verkehr nicht noch einmal zu belasten und um gleich jetzt eine Lösung zu haben, weil das, wo es jetzt steht, gibt es ja auch problematische Fälle. In Wirklichkeit könnte man damit zwei Pflegen in einer Karte schlagen. Ich glaube, das wäre sinnvoll und das ist ja nur der Antrag, ein Gespräch zu führen und sich dafür einzusetzen. Gut, den Antrag habt ihr gehört, wenn ihr damit einverstanden seid, dann bitte mal zeigen. Danke. Gut, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5d. Kosten an der Thematik in der Wohnungsdarlehensabnahme 340.000 brutto, Laufzeit 15 Jahre. Ich stelle den Antrag, das Darlehensangebot der Volksbank zu finanzieren, das Kosten an der Thematik in der Errichtung des Kreisverkehrsprojekts Sparrate 17, 336, damit eine aufzunehmende Darlehenssumme in der Höhe von 43.000 Euro mit einer Laufzeit von 15 Jahren anzunehmen und die Darlehensaufnahme vorbehaltlich der einzuholenden Aufsichtsbehörden zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um Zeichen der Zustimmung. Ja. Danke, sondern zur Baumseite. Danke fürs Kommen. Danke für die Baumseite. Euro,
geht es darum, der Kastenkredit, sollte es, ist ja schon beschlossen worden, nur hat es auch eine Bürgschaftsübernahme gegeben und die ist seitens des Bankinstitutes gefordert worden, der ist einfach von Gemeinde ausgeschrieben. Ist dazu Fragen? Ja. Bitte. Warum ist das nun auf einmal notwendig? Seit Bestehen der KG, immerhin über 10 Jahre, hat noch nie eine Bürgschaft übernommen werden müssen. Verschärfte Maßnahmen. Hängt das, zweite Frage, mit der alleinigen Geschäftsführung durch den Bürgermeister zusammen, beziehungsweise dem Ausschluss des Prüfungsausschusses und der kompletten Ausschluss des westlichen Gemeinderates? Das heißt, da besteht kein Zusammenhang. Das aber seit 2 Jahren du verantwortlich bist und. Ja. Gerne. Okay. Das ist ein normales Führungsaufgabe. Gut. Du hast einen Opfer, wieso hat das verlangen? Du willst nicht begründen. Das ist die Vorgabe der Bank. Das heißt, weil die Vorgabe mit der Bank. Weil sie sich absichern, du bist ja selber Banker. Ja, aber was heißt das? Muss ich ja normalerweise verlange ich sowas nur, wenn sich die Risikobedingungen verändert haben und dann muss in der KG irgendwas passiert sein. Und das war der Grund.